Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für das Paznaun. Neuer Monat, neue Jahreszeit. Der kommende Wetterwechsel fällt ziemlich heftig aus. Der Hochsommer wird vom Frühherbst verdrängt und an manchen Stellen erwartet uns binnen Wochenfrist so viel Regen wie normal im ganzen September. Wir schauen noch einmal zurück mit unserer Livecam, eine Pardatsch-Gradbahn hier, auf das Augustfinale. Toller Hochsommer, blauer Himmel, viel Sonnenschein und sehr hohe Temperaturen mit einer Frostgrenze von über 4000 Metern. Das wird sich dann allerdings im Laufe des Dienstages allmählich ändern. Der Vormittag, der gestaltet sich noch freundlich mit Sonnenschein und ja, mit schwüler Wärmetemperaturen hier rund um See bis zu 26 Grad. Dann kommen von Südwesten her Schauer und Gewitter. Die werden dann am Abend schon fast alle betreffen und dann in der Nacht auf Mittwoch über uns hinwegrollen. Die alpine Kräutervielfalt im Paznaun ist die Grundlage für die aromatische Milch. Ebenso finden die Kräuter Verwendung in Küchen und Arzneischränken. Bei der Kräuterführung rund um die Alpe Dias können Sie Interessantes darüber erfahren. Highlight ist die gemeinsame Herstellung von Kräutertees und Salben. Und zwar im neuen Museum in der Nähe des Sunny Mountain Erlebnisparks. Die Veranstaltung dauert etwa 4 Stunden und kostet 5 Euro. Treffpunkt ist jeden Mittwoch bei der Talstation der Diasbahn in Kappel. Und was das Wetter von Mittwoch bis Freitag vorhat, das sehen wir hier. Das sieht in der Tat frühherbstlich aus. Meiste Zeit ist es wolkenverhangen, teilweise fällt anhaltender Regen und der ist eben kräftig. Die Temperatur nur 12 Grad in Galtür, maximal 16 Grad in See. Welch empfindliche Abkühlung im Vergleich zu den letzten paar Wochen. Die Architektur des Alpinarium Galtür ist in Europa einzigartig. Und zwar wegen der Kombination aus Ausstellungshaus und Schutzmauer, die übrigens 345 Meter lang und 19 Meter hoch ist. Die Dauerausstellung im Alpinarium ganz oben, Geschichten über Galtür und die Welt, erzählt von der Beziehung zwischen dem Ort Galtür und der Welt. Sie begibt sich auf die Spurensuche durch die Jahrhunderte und findet weitgereiste Galtürer und einflussreiche Gäste, Entdeckungen und Sehnsuchtsorte. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Montag übrigens Ruhetag. Und mit der Silvretta-Card All-Inclusive ist der Eintritt kostenfrei. Wie immer kostenfrei auch die Aussichten fürs kommende Wochenende, einschließlich Wochenbeginn. Es wird langsam wieder freundlicher. Samstag noch einzelne Regenschauer, Sonntag, Montag meistens trocken und immer häufiger Sonnenschein. Aber sehen Sie mal, die Temperaturen, die steigen nur langsam. Also die sommerlichen Zeiten kehren nicht zu uns zurück. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne, erholsame Zeit bei uns im Tiroler Paznaun, auch wenn sich das Wetter eher von der nassen und kühlen Seite zeigt. Ich bin sicher, Sie machen trotzdem was draus. Bis bald. Servus.